Herzlichen Dank fürs Kommen. Nana, wie sind so die Eindrücke von diesem Podcast-Festival? Mit welchen Vibes bist du hierher gekommen heute? Tatsächlich bin ich mit guten Vibes hergekommen, ein bisschen gestresst, weil ich direkt aus der Redaktion hierher gefahren bin. Aber ich fühl mich ehrlich gesagt ein bisschen alt, weil so viele junge Leute da sind. Aber schön. Hör auf. Hast du telefoniert wegen Podcasts oder irgendwas? Nein. Was kommt demnächst? Nein, es ging noch um die morgige Zeitung, aber nicht um Podcasts. Alles klar. Die Medienanwältin Eva, du bist da, du hättest dein Büro eigentlich mitnehmen können, denn einige deiner Klientinnen und Klienten sind da und auch möglicherweise potenzielle Klientinnen und Klienten, oder? Ja, also ich mache schwerpunktmäßig Medienrecht und vertrete auch einige Influencerinnen, Podcasterinnen in dieser Szene. Und ja, so kann ich auch aus meiner Sicht da ein paar praktische Inputs hier jetzt dann geben, welche rechtlichen Themen hier zum Beispiel relevant sind. Ina, du hast schon ein bisschen was angeschaut, ich habe das schon am Nachmittag gesehen. Richtig. Naja, ich wollte mich weiterbilden und das ist gelungen. Ja. Ich habe mir jede Menge neue Ideen und gute Vibes mitgenommen und jetzt tue ich noch ein bisschen gescheiteln. Sehr gut, dann tun wir ein bisschen gescheiteln, ja, alle gemeinsam. Der Paulus tut auch mit uns gescheiteln. Du hast gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass es Alkohol gibt, wäre ich ein bisschen früher gekommen heute. Ja, ein gratis Alkohol, habe ich gesagt. Gratis Alkohol. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich hoffe, dass ich da irgendwas beitragen kann. Ich finde auf jeden Fall sehr geil. Ich habe auch meinen Bruder mitgebracht, der sitzt in der ersten Reihe und passt sehr gut auf mich auf. Also wenn jemand frech wird, ich habe Backup. Und es macht sehr viel Spaß. Schön, dass wir auch mal bei Ö3 eingeladen sind. Wir sind jetzt zum zweiten Mal in Folge beim Ö3 Podcast Award dabei gewesen. 20. Beide Podcasts? Ja, Wahnsinn. Ihr natürlich viel weiter vorne. Wir waren 20. dann 19. 16. Das heißt, in 18 Jahren sind wir Erster. Das ist natürlich wirklich sehr geil. Also vielen Dank für die Einladung. Für alle, die vielleicht eure Podcasts schon mal gehört haben oder nicht so drinnen sind, darf ich dich mal bitten, liebe Ina, dass du deinen Podcast ein bisschen skizzierst. Mhm. Rotweinblausch, weil Rotwein dein Lieblingsgetränk ist und weil du gerne redest. Good guess. Ja. Also Corona hat für uns alle viel verändert. Mir hat die Bühne weggenommen und dann habe ich mir gedacht, okay, welche Bühne finde ich, die ich trotzdem jetzt legal beschreiten darf? Und die war dann zunächst Instagram. Also ich bin dann jeden Montag auf Instagram live gegangen und habe dort eben bei einem Glas Rotwein mit meiner Community halt geplaudert. Und wir haben uns halt gegenseitig so erzählt, was diese große Veränderung mit uns macht. Und dann habe ich immer mehr Gäste eingeladen, also das gab es ja dann mit Splitscreens und so. Und eigentlich haben wir dann gedacht, das ist so leiwand. Und es war für mich so super, mal auf der anderen Seite zu sitzen und zu fragen und nicht immer nur zu antworten. Und aus dem ist dann diese Idee entstanden. Und ich habe halt so das Gefühl, eben beim guten Glasl Rotwein kommt man ein bisschen tiefer in die Gespräche rein oder eben auch mehr in eine Metaebene. Also ich philosophiere gern, nehme auch Philosophieunterricht und aus all diesen Leidenschaften habe ich das Konzept vom Rotweinplausch gestrickt. Also es gibt in jeder zweiten Folge einen Philosophielehrer, also meinen Philosophielehrer, der mit uns große Fragen des Lebens bespricht. Sowas wie die letzte Freiheit. Folge hat geheißen, der Sinn des Lebens. Genau, so Kleinigkeiten. Die einzige große Frage, ja? Ja, was ist genau. Hätte es ohne diese Pandemie, die wir alle mehr oder weniger zumindest vorläufig hinter uns haben, hätte es einen Podcast von dir gegeben? Also ich habe zu dem Zeitpunkt gerade angefangen, überhaupt so als Fangirl-Podcast zu hören. Und ich hätte halt, glaube ich, sonst nicht die Zeit gehabt. Also ich merke schon, dass es sehr zeitaufwendig ist, das zu tun. Also ich mache halt von der Idee bis zum Mix alles selber und schneiden und alles. Und das ist halt aufwendig, aber durch die Pandemie hatte ich Anlass und Zeit, das zu tun. Aber ich glaube, früher oder später wäre das so oder so passiert, ja. Nicht ganz so aufwendig ist das Bullmobil. Also mit dem Lebenssinn können wir nicht mithalten. Ja, das ist. Ich habe mir die letzte Folge angehört, war wirklich sehr gut. Wow. Aber damit können wir nicht mithalten. Nein, also bei uns war eher die Idee, man kennt uns ja eher so aus Videos von Social Media und da stecken wir eigentlich immer in irgendwelchen Rollen, in durchaus unterschiedlichen. Und es gibt aber nie uns selbst als Personen. Da haben wir gesagt, da könnte man eigentlich was dazu machen, auch einmal quasi ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und da wir eh sehr oft gemeinsam im Auto sitzen und zur Großmutter rausfahren oder irgendwo hin, haben wir gesagt, hey, dann nehmen wir einfach mal das Mikrofon mit und fragen die Leute auf Instagram, ob sie irgendwas wissen wollen über uns oder über irgendwelche Themen, über die wir schwadronieren sollen. Und dann haben wir damit begonnen und in erster Linie fanden wir es einfach sehr lustig. Hat uns wirklich viel Spaß gemacht.
Und dann hat sich halt ja auch herausgestellt, dass die Leute sich das auch gern anhören, was ich bis jetzt sehr beeindruckend finde. Und es macht sehr viel Spaß, sich mit Benji ins Auto zu setzen und einfach mal, am Anfang waren es 15 Minuten, jetzt sind wir schon bei 40 Minuten, weil es wirklich einfach, wenn man mal in so einem Flow drin ist, drauf losreden macht Spaß. Und ich hoffe, dass wir den Leuten zu Hause halt einfach ein bisschen einen Insight geben können und dass die auch eine lustige 40 Minuten mit uns verbringen. Erfolgreiche Musikerin, erfolgreiche Kabarettisten, Künstler, auf YouTube sehr, sehr viele Klicks. Warum Podcast? Ich finde es total entschleunigend. Also ich finde es auch total beeindruckend, dass unsere Generation sich das reinzieht, weil einerseits kann es auf TikTok, darf es keine 10 Sekunden mehr lang sein, man muss ratter, alles muss geschnitten sein, wir haben keine Sekunde mehr Abstand zwischen den Sequenzen in unseren Videos, ja, einfach weil das Auge mittlerweile langweilig findet, was weiß ich. Und dort ziehen sich die Leute 40 Minuten rein, zwei Leute, die reden. Und das finde ich total spannend und gerade das ist, glaube ich, irgendwie die Magie, dieses sich mal hinsetzen oder im Hintergrund oder sich einfach mal Zeit nehmen für sich und den Podcast und da einfach eintauchen und das ein bisschen, dass die Zeit rausnimmt. Und das ist, glaube ich, das Schöne an Podcast und das finde ich cool, dass das funktioniert. Fragen wir mal die Online-Expertin und die Journalistin, Faszination Podcast. Was fasziniert dich an Podcasts? Und wie erlebst du diese ganze Podcast-Welt momentan? Naja, also prinzipiell das, was für uns jetzt als Medium so irrsinnig spannend daran ist, ist, dass es der wirklich, und das Reuters-Institut für Journalismus hat es ja erhoben, es ist einfach der intimste, hört sich ein bisschen eigenartig an, aber tatsächlich der intimste Zugang zum Rezipienten, also zum Leser, zum Hörer, zum Publikum, einfach weil du mit über die AirPods direkt dran bist und direkt hineinkommst ins Ohr und das ist etwas total Angenehmes und das gibt uns die Möglichkeit, Sachen ganz anders zu erzählen, was ja auch spannend ist. Also einer unserer erfolgreichsten Podcasts heißt Thema des Tages und der Gedanke war, wir alle haben irgendwie überhaupt keine Zeit mehr, uns wirklich in die Tiefe zu informieren. Aber es gibt jeden Tag ein Thema, da sollte man echt intensiver Bescheid wissen. Und das kann sein der Absturz der Kryptowährung oder das kann sein die Inflation. Das kann aber auch sein ein Mordfall beispielsweise. Und den können wir über den Podcast einfach viel tiefer und viel genauer nacherzählen, als es möglicherweise ein Printstück könnte. Weil Scholt, unser Podcast-Haupthost und Antonia, ebenfalls unser Podcast-Host, die stellen quasi sehr... Naiv wäre falsch, aber sie stellen einfach die Fragen zu diesem Thema, die sich sonst niemand stellen traut. Und unsere Journalistinnen und Journalisten beantworten die dann. Und das ist einfach etwas sehr Unmittelbares und sehr, sehr, sehr Schönes, auf diese Art und Weise ein Thema zu transportieren. Wir haben schon drüber geredet. Wir sitzen tatsächlich bei einem Podcast-Festival. Ja? Vor einigen Jahren noch undenkbar. Ich kann mich erinnern, wir haben auf Ö3 die ersten Podcasts gemacht, glaube ich, vor 12, 13 Jahren. Das waren damals Musikpodcasts für den Treffpunkt Ö3, dann war jahrelang irgendwie nichts. Ja? Und vor 4, 5 Jahren dürfte irgendwas passiert sein. Was ist passiert? Ehrlich gesagt, ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass einfach das mobile Hören einfacher geworden ist. Also das, glaube ich, war sicher so etwas, was nochmal einen totalen Schub gegeben hat. Für uns ist es auch lustig als Medium. Wir haben tatsächlich vor, ich glaube, 6 Jahren, haben 2 Redakteurinnen den allerersten sehr scrappy Podcast bei uns gemacht. Das war serienreif. Die haben sich einfach hingesetzt und haben über Serien gequasselt. Und der nächste Podcast war dann Edition Zukunft, auch das noch total scrappy. Und wir erleben jetzt gerade diese Entwicklung, dass die Podcasts immer aufwendiger produziert werden. Also dass wir auch in der Redaktion, mittlerweile haben wir 5 Leute in der Redaktion, die sich ausschließlich mit Podcasts beschäftigen. Und wir merken einfach, dass wir damit total junge Hörerinnen erreichen, eine ganz, ganz andere Zielgruppe, als wir mit dem Medium eigentlich erreichen würden. Und ich glaube, das betrifft uns alle, das macht diesen Boom aus, dass es etwas sehr Unmittelbares ist. Und das betrifft natürlich auch die Medienanwältin. Was würden Sie sagen, wenn Sie Ihre Arbeit skizzieren oder wenn du deine Arbeit skizzierst, Eva, wie viel Prozent deiner Arbeit hast du mit Podcasts zu tun? Du bist ja grundsätzlich sehr viel auch für YouTuber, Influencer unterwegs. In Prozent kann ich das jetzt schwer sagen, aber ich kann nur sagen, es ist sicher ein beträchtlicher Teil, weil auch das Thema Podcast viele rechtliche Facetten hat. Also wichtig ist auch hier, als Podcaster bewegt man sich nicht im rechtsfreien Raum. Es ist zwar jetzt vielleicht für manche ein scheinbar neues Phänomen, wo man denkt, ah, so schnell kommt ja kein Gesetz daher, kein einschlägiges, aber das ist nicht so. Gibt's
allgemeine Gesetze, die hier genauso sozusagen anwendbar sind, die hier greifen. Man hat als Podcaster auch eine entsprechende Verantwortung, gleich jetzt wie jetzt zum Beispiel ein Inhaber eines Social Media Accounts, also eines vor allem öffentlich zugänglichen Social Media Accounts, auch gleich wie jetzt jemand, der eine Tageszeitung betreibt oder jemand, der ein Rundfunkprogramm betreibt. Also man hat auch als Podcaster eine entsprechende medienrechtliche Verantwortung. Man ist auch sogenannter Medieninhaber nach dem Mediengesetz und natürlich darf man dann nicht andere einfach diskreditieren, beleidigen, dergleichen natürlich. Man muss aber natürlich auch gewisse andere Pflichten sozusagen erfüllen. Man braucht zum Beispiel, wenn man jetzt eine eigene Website hat, natürlich auch ein Impressum, eine Datenschutzerklärung. Das kann gerade bei Podcasts manchmal etwas aufwendiger sein, weil es gibt oft so Crowdfunding oder so Spendenseiten oder Tools von Drittanbietern, die da manchmal integriert sind, um die Podcasts zu unterstützen. Und natürlich spielt auch das Thema Urheberrecht hier eine wichtige Rolle in der Praxis. Nutzungsrechte zum Beispiel für Musik, für Jingles, für derartige Dinge, wenn ich entsprechende Musikstücke oder sonstiges verwenden möchte, muss ich natürlich sicher gehen, dass ich die entsprechenden Nutzungsrechte daran habe und dass ich das entsprechend verwenden darf. Natürlich muss ich auch dann noch die Nutzungsbedingungen dieser verschiedenen Podcast-Plattformen einhalten. Also da muss ich auch immer sicherstellen, eben, dass ich alle Rechte am entsprechenden Content habe, weil diese Plattformen wollen sich natürlich selbst schade- und klaglos halten, soweit es möglich. Und mich trifft dann als Medieninhaber meines Podcasts, weil ich quasi sozusagen diese redaktionelle Letztverantwortung habe, gleich wie jetzt auch der Standard oder der oder Ö3, also ORF dahinter, wie auch immer. Also der Medieninhaber ist für diese Inhalte entsprechend verantwortlich und muss sich um die Einhaltung dieser rechtlichen Pflicht natürlich dann auch kümmern. Das klingt jetzt so, als sollte man sich von Podcasts tunlich fernhalten. Nein, also... Aber es gibt diese rechtliche Komponente. Man muss es nicht studieren unbedingt, aber man muss es wissen, ja, dass dahinter eben was steht und dass es kein rechtsfreier Raum ist. Zum Thema Studieren, du hast es studiert. Ja. Du hast nämlich just fertig studiert. Ja. Seid ihr euch über genau diese rechtlichen Komponenten, die es gibt, im Clan? Nein. Gar nicht. Schön, dass ich da bin und zuhören durfte jetzt. Ja, mein Bruder hat mir gleich so schwierige Blicke zugeworfen. Paulus hat gemeint, ich habe es zwar studiert, aber ich bin sehr gespannt, was die Eva dazu zu sagen hat. Ja? Nein, also vom Studium her gar nicht. Weil ich glaube, wir haben nicht einmal Medienrecht, das kommt irgendwo vor. Ich glaube, bei Unternehmensrecht irgendwo mal teilweise. Also das wird, in dem Studium ist das nicht wirklich vorgekommen. Man hätte sich sicher mehr dafür informieren können, aber ich habe das versucht eher flott zu erledigen und mich dann diesen schönen Dingen zu widmen. Also nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist sehr spannend. Ich glaube, es hat ja jeder den Grundsatz für sich, wenn ich was mache, dann passe ich auf. Also ich glaube, das ist ja irgendwie klar, dass es kein rechtsfreier Raum ist. Wenn ich dort etwas ganz eindeutig Falsches sage über jemanden herziehe, dann muss einem ja auch irgendwie klar sein, dass es nicht in Ordnung ist. Aber so wie das ja auch hier nicht in Ordnung wäre, also da hat, glaube ich, jeder einfach die Verantwortung darauf zu schauen, dass was er von sich gibt, dass das auch halbwegs passt. Und dann kann es natürlich geben, dass es extreme Spitzen gibt, die dann juristische Spitzfindigkeiten sind, ob das dann geht oder nicht. Aber es ist sicher nicht blöd, wenn man sich damit auch ein bisschen auseinandersetzt. Ja. Ich glaube, bei euch im Jingle beim Bollmobil ist AC/DC drin. Ja, Highway to Hell, selbstverständlich, wenn man ins Bollmobil einsteigt. Ja. AC/DC, ich habe extra angerufen und die waren so nett und gesagt, Burschen, sicher, macht's es. Österreichischer Podcast, genau das ist die Crowd, die wir brauchen. Aber dürft ihr gerne verwenden. Da ist schon wieder das Problem, wo kein Kläger, da kein... Ja. Also naja, bis 30 Sekunden darfst du, oder? Glaube ich. Naja, also man muss schon sagen, das Urheberrecht ist ein sehr weitreichendes Recht. Ja? Und gerade was Musikrechte betrifft, hat jetzt nicht nur der Urheber selbst, sondern natürlich auch also die Plattenlabels etc. Da gibt es ja verschiedene sozusagen Personen, juristische Personen, wie auch immer, die hier Ansprüche geltend machen könnten sonst. Und ich empfehle hier nur,
sich schon, wenn man gewisse Musikstücke verwendet. Wie gesagt, es geht sogar auch um den urheberrechtlichen Schutz von Jingles. Da reichen kurze Soundelemente, Soundeffekte. Es gibt eigenes Sounddesign bei Podcasts, was mir in der Praxis so untergekommen ist. Also man sollte sich hier schon wirklich informieren oder darum bemühen, dass man die entsprechenden Nutzungsrechte hat, weil das kann später sonst sehr teuer werden. Da ist es gut, wenn man Musikerin ist und sie die Jingles einfach selber spielt, oder? Ja und nein. Also dadurch, dass ich eben, Stichwort Label, bei der Plattenfirma, also bei der Sony, die sind meine Lizenznehmer und tatsächlich muss ich auch bei denen fragen, ob ich die Musik, die ich produziert habe und dann lizenziert habe, ob ich sie selber benutzen darf. Aha. Also es ist wirklich kompliziert. Ja. Jetzt bin ich mein eigenes Label, damit ich den Stress nicht mehr habe. Ja gut. Aber eben soweit ich weiß, bis zu 30 Sekunden darf man diese Musik benutzen, aber eben als Urheberin, die ich selber eben auch bin, bin ich ja sehr dankbar, dass unser österreichisches / europäisches Urheberrecht so streng ist, viel strenger als in Amerika oder woanders, weil eben ich möchte mit meiner Musik auch nicht mit jedem Produkt oder jeder Marke oder jeder Ideologie in Verbindung gebracht werden. Und wir haben das ja immer wieder einmal schon beobachten können, wie zum Beispiel Reinhard Fendrich und I'm from Austria dann auf diversen Wahlveranstaltungen von Parteien, mit denen man nicht assoziiert werden möchte. Das ist kompliziert und zum Glück kann man sich da als Künstler eben genau dann dadurch auch schützen und sagen, meine Musik darf nicht in jedem Podcast oder auf jeder Wahlveranstaltung gespielt werden. Also wir halten fest, diese rechtliche Komponente, die es eben gibt, wird die zu wenig diskutiert? Naja, ich meine, vielleicht was noch interessant ist, anders als jetzt zum Beispiel ein Privatradiobetreiber, braucht man jetzt, wenn man einen Podcast betreiben will, braucht man jetzt keine Zulassung. Also man muss jetzt das nicht irgendwie bei der RTR, also bei der Rundfunk- und Telekom-Regulierung melden. Man braucht auch keine Frequenz, die zugewiesen werden muss. Es ist einfach niederschwelliger, einfacher. Man kann da, was das betrifft, dieses ganze öffentlich-rechtliche Thema hier einfach einmal loslegen sozusagen, weil das nicht jetzt in der Form jetzt wie Privatradio und ja, andere entsprechende Dinge jetzt reguliert ist. Aber wie gesagt, man muss trotzdem natürlich diese anderen rechtlichen Verpflichtungen, die ich schon erwähnt habe, bis hin zum Impressum und diese Dinge muss man natürlich einhalten. Und auch das Wettbewerbsrecht spielt eine Rolle. Wenn man sich selbst an gewisse Dinge nicht hält, kann auch das ein Thema werden. Trotzdem. Kann jeder podcasten? Es ist, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, sehr, sehr niederschwellig. Als wir dieses Thema gedroppt haben und dieses Pendel gedroppt haben, liebe Nana, hast du als allererstes gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Ja, Ina hat auch genau dieselbe Frage gestellt, ja. Weil natürlich kann und darf jeder podcasten. Was dahinter steckt, ist die Frage, wo liegen die Herausforderungen, wo liegen die Challenges, wo liegen möglicherweise Troubles, Probleme? Ich muss ehrlich sagen, in der Beobachtung der Podcasts, die existieren, habe ich jetzt noch keine groben Probleme entdeckt. Also es gibt, wir haben jetzt kurz vorher auch noch darüber gesprochen, es gibt vielleicht so einen der prominenteren Fälle, wo es eine Diskussion darüber gab, was in einem Podcast gesagt werden darf und was nicht. Und das war eigentlich ein amerikanischer Fall, das war der Fall von Joe Rogan. Das ist einer der erfolgreichsten Podcasts überhaupt, der hat 190 Millionen Downloads, der Joe Rogan Experience. Joe Rogan interviewt absolute Celebrities wie Miley Cyrus, den sehr linken Senator Bernie Sanders und so weiter. Und hat aber in einen seiner Podcasts dann auch einen gewissen Joe Malone eingeladen. Joe Malone ist ein Impfskeptiker. Und das ein bisschen Problematische, das sich dann gezeigt hat, war, dass halt Joe Rogan kein Journalist ist im eigentlichen Sinne und diesen Impfskeptiker nicht gechallenged hat, sondern dieses Gespräch war einfach ein Gespräch so, aha, sehr interessant, also alle Amerikaner werden von der Pharmaindustrie hypnotisiert und so, spannend. Also er hat das einfach so hingenommen und das war so ein bisschen das, wo man vielleicht einen Kritikpunkt setzen kann, dass es natürlich jetzt eine journalistische Aufgabe wäre, solche Positionen zu hinterfragen und mit Fakten zu unterlegen und so weiter. Und das ist in diesem Fall nicht geschehen.
Das hat dann dazu geführt, dass 270 Ärzte einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, dieser Spotify muss diesen Podcast von der Plattform nehmen. Und Musiker, Neil Young war der Erste, ja. Genau, Musiker wie Neil Young haben dann gesagt, wir boykottieren ab jetzt Spotify. Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Diskussion. Ich persönlich wäre dagegen, so einen Podcast runterzunehmen, weil ich einfach das Recht auf freie Meinungsäußerung einfach sehr, sehr eminent wichtig halte. Ich glaube aber, dass es wichtig wäre, darüber zu diskutieren, erstens, warum ein Podcast, der einfach nur so ein Geplauder ist, so eine Reichweite erlangen kann und wir Medien dann offenbar nicht. Und warum ist kritisch, wenn ihn runterzunehmen? Das ist ein sehr simpler Grund. Jemand wie Joe Malone, also dieser Impfskeptiker, bezieht seinen Ruhm und seine Ehre sehr stark daraus, dass er sagt, die Mainstream-Medien ignorieren mich. Das heißt, wenn man ihn jetzt tatsächlich von der Plattform nehmen würde, würde man ihm nur Wasser auf die Mühlen schütten und ihm jedes Recht geben, seht ihr, diese bösen Medien, sie sind alle gegen mich, ich verrate euch die Wahrheit, und würde ihm nur noch mehr Leute zutreiben. Also besser ist es eigentlich, auf der Plattform zu lassen und in den Diskurs zu gehen. Trotzdem hast du einen ganz interessanten und wichtigen Punkt gesagt, nämlich das Thema Journalismus eben. Ja. Es gibt ausgeschilderte, wenn es um Plauderei geht, wenn es um Comedy geht, wenn es um Satire geht, ist das das eine. Dann gibt es ausgeschilderte journalistische Podcasts, auch von Medienhäusern. Und dann gibt es eben Dinge, die ein bisschen dazwischen liegen, ja, wo Personelle dies arbeiten auch. Wie sozusagen, man schaut oft drauf und denkt sich, na, das ist jetzt wenig journalistisch oder das ist journalistisch. Wie erlebst du da die Podcast-Welt momentan, beziehungsweise wohin bewegt sich das, was den Journalismus betrifft? Naja, jedes große Medienhaus macht Podcast und investiert auch massiv rein. Also ich hab euch vorher erzählt, wir haben 5 Leute alleine, die sich nur mit Podcasts beschäftigen. Und das jetzt nochmal unabhängig davon, dass natürlich unsere gesamte Redaktion mitmacht. Also unsere Journalisten kommen ja auch in diese Podcasts als Experten, gehen in die Vorleistung mit ihrer Recherche und so weiter. Also das ist ein Thema, das jedes Medienhaus umtreibt. Ich glaube, dass so diese kritisch zu betrachten, deren Podcasts durch etwas vielleicht ganz anderes bald nicht mehr so wichtig sind. Und das ist ganz einfach, dass das Podcast-Business ein irrsinnig professionalisiertes wird. Also indem Plattformen wie Amazon sich Wondery kaufen und so weiter, das geht einfach ganz stark in wirklich aufwendig produzierte Formate. Und das können so kleinere Podcaster fast nicht mehr leisten in dieser Qualität, und dann ist entscheidend, dass das Publikum wahrscheinlich nur noch diese hohe Qualität, diese fast schon Netflix-artigen Podcast-Formate. Wir haben gesagt, fast schon Hörspiele. Es sind Netflix-Serien, das ist tatsächlich gescriptet und aufwendig produziert, und Wondery sucht gerade in Deutschland nach Scriptern, nach Producern etc. Also da wird groß eingekauft, gerade um eben Hochwertigstes zu produzieren. Das bedeutet aber auch, dass die Konsumenten immer mehr Hochwertiges erwarten, und das bedeutet, dass es für so kleinere Podcasts, die das halt zu Hause machen, sehr, sehr schwierig wird, Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren. Geht das ein bisschen gegen den ursprünglichen Gedanken eines Podcasts? Gute Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube, ähnlich wie YouTube für Musiker, Musikerinnen ja auch war, mit natürlich kann jetzt jeder ein Lied schreiben und jeder kann es dann irgendwie hochladen und schau mal, ich habe bei mir im Wohnzimmer das aufgenommen. Und manche Nischen-Songs oder Nischen-Künstlerinnen werden dann trotzdem entdeckt und werden dann plötzlich groß. Und andere haben halt andere 15 Klicks, von der besten Freundin bis vielleicht sogar dann schon zur Oma. Und bei dem bleibt es aber dann auch. Und insofern, ich glaube das auch, dass sie das Podcast-Business irgendwie professionalisieren wird, genauso wie sie Instagram oder halt die sozialen Medien professionalisiert haben. Aber es wird diesen kleinen Magic Wonder Trick Platz wird es irgendwie geben für Leute, die einfach irgendwas zum Zeitgeist beitragen und ein Bedürfnis erfüllen, das gerade da war, ohne dass es jemand gewusst hat. Du hast auch, als wir im Vorfeld ein bisschen gesprochen haben, gemeint, ja, unbedingt, jeder soll, jeder darf, und ich halte das auch für sehr wichtig. Warum? Naja, ich glaube, also zum einen, in einer Welt, in der jeder Kinder kriegen kann, sollte da jeder einen Podcast haben dürfen. Also wie will man das reglementieren, ehrlicherweise? Und dann,
wenn Meinungsfreiheit oder generell Diversität ein Grundgut ist, das uns wichtig ist, und ja, das ist, geht mit Verantwortung einher und es ist schwierig, in einer diversen Gesellschaft zu leben, ist so viel anstrengend, also ist anstrengend, ich möchte aber auch nicht im Gegenbeispiel leben müssen. Und wo fängt es dann an, wenn wir jetzt sagen, na, es soll nicht jeder podcasten dürfen? Wer setzt dann die Regeln fest, die man erfüllen muss, um podcasten zu dürfen? Welche Meinung darf dann quasi präsent sein und welche wird dann limitiert oder zensiert? Und wenn uns das wichtig ist, dann müssen wir das aushalten, dass eben die Joe Rogan Experience Knöpfe in unserer Gesellschaft drückt oder halt einfach einen Scheinwerfer auf etwas richtet, für das wir noch keine Antwort haben. Wir haben für die sozialen Medien und auch für Podcasts, das müssen wir erst lernen als Gesellschaft. Das ist noch so neu und so jung für uns, dass ja, wir müssen diese Verantwortung immer wieder neu studieren, reflektieren und uns gegenseitig auch rückspiegeln als Gesellschaft, was geht und was geht nicht. Und ich glaube, wir müssen uns auch mehr in die Verpflichtung nehmen, zu sagen, nur weil was nicht in Gesetze gegossen ist, nur weil was juristisch okay ist, hast noch lange nicht, dass es menschlich leibend ist. Also man kann sich schon noch eine ethische Frage stellen, muss alles in einem Podcast diskutiert werden oder muss alles so erfolgreich sein? Du sprichst einen irrsinnig interessanten Punkt auch an, das Thema Verantwortung. Bist du dir, Paulus, wenn ihr einen Podcast macht, bist du dir einer Verantwortung auch bewusst? Also ich finde, da muss man schon eine Unterscheidung machen, wie das richtig gesagt wurde, zwischen quasi journalistischen Podcasts, die da wirklich einen Anspruch haben, etwas rüberzubringen, was wichtig ist, was Sinn macht, was gut recherchiert ist, die Leute einfach denen zu zeigen, was da draußen passiert. Bei uns humoristischen Sachen, glaube ich, wir haben einfach nur den Anspruch, die Leute zu unterhalten. Und da haltet sich meine Verantwortung, das ist meine Verantwortung, sage ich mal. Also die Leute, das ist die Leute, dass sie zuhören, dass sie Spaß haben, dass es ihnen gut geht. Und das natürlich auf eine Art und Weise, die mit uns auch d'accord geht, wo wir sagen, das finden wir in Ordnung. Wir machen generell keine wirklich Orgensachen, also wir haben kaum Fäkalsprache. Wir bis jetzt auch noch alles angelassen. Ja, bis jetzt noch nicht blank gezogen. Also wir haben auch noch ganz viele Skandalsachen, die wir machen könnten. Aber ich glaube, es ist im Endeffekt dem überlassen, der sich es anhört, finde ich schon. Und weil du gesagt hast, es wird natürlich professioneller und es wird größer. Das stimmt, die Konkurrenz wird größer, aber im Endeffekt musst du dann halt um dein Publikum kämpfen und jeder muss für sich selbst entscheiden, vertraue ich dem Podcaster in dem, was er macht und höre mir zu und hör ihm zu und gebe ihm damit die Bühne oder nicht. Das ist ja im Endeffekt beim Journalismus auch so, schaue ich mir das an. Die Endverantwortung liegt bei dem, der das konsumiert und das kann man ihm auch nicht abnehmen. Das ist gut, wenn darüber geredet wird, wenn es in die Medien kommt, weil eben Podcast recht jung ist und dass man auch da vielleicht mal auf die Idee kommt, hey, man muss sich nicht alles anhören, es muss nicht jeder Typ die volle Wahrheit oder richtig sagen, was da abgeht. Aber im Endeffekt, die Verantwortung, finde ich, liegt eigentlich mehr beim Hörer, was er sich anhört. Und darf ich da kurz einladen? Ja, gerne. Unbedingt. Und dann hätte ich aber eigentlich das Gefühl, dann ist es vielleicht auch eine Frage, wie, ob es in der Bildung, also in der Ausbildung, in der Schule, einen Ort gibt, wo man diese Dinge lernt. Also Stichwort Ethikunterricht oder eben Medien, also dass man das alles nicht wissen. Und eigentlich wäre, nachdem es so ein großes Zeitgeistthema ist und soziale Medien oder generell Medien und Digitalisierung sicher in Zukunft nur viel größer wird als jetzt, dann kann man eigentlich nicht den Konsumenten so sehr in die Pflicht nehmen, sondern eigentlich dann bin ich schon wieder beim Staat und halt bei unserer Bildung, dass das dort Thema werden muss, weil woher soll ich das wissen? Und eigentlich in diesen mindestens 9 Jahren, da wischen wir halt alle Österreicher, also alle BürgerInnen. Und danach ist es halt so, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Und ich glaube schon, dass das zum Grundwissen werden muss, zu einer Grundausbildung. Verantwortung, das ist extrem spannend, was du gesagt hast. Verantwortung zum Teil auch beim Publikum, bei denen, die es konsumieren. Wie siehst du das nach? Nee, ich bin komplett bei der Ina, weil ich da eine absolute Überzeugungstäterin bin. Also ich bin auch tatsächlich der Ansicht, dass Medienkompetenz eines der wichtigsten Unterrichtsfächer, und ich wäre wirklich dafür, das zum Unterrichtsfach zu machen, der Zukunft ist, weil in Amerika ist es so, dass der Großteil der Schüler nicht mehr zwischen Falschinformation und seriöse Information unterscheiden kann. Und auch jetzt, wir haben mal einen Test gemacht, es ist tatsächlich so, kaum ein Konsument, wenn er durch einen Feed scrollt, bekommt wirklich mit, wer der Absender ist und was das für ein Medium ist. Und das macht es so wahnsinnig schwer, wenn die Leute nicht mehr
nicht mehr in der Lage sind zu filtern und zu verstehen und zu sortieren und zu kuratieren, welchen Medien sie folgen wollen, wer dahinter steht, warum hinter manchen Sachen eine Agenda gesetzt ist und so weiter. Und ich glaube, dass wir sehen, ja, es gibt eine Verantwortung beim Konsumenten, ja. Aber diese Verantwortung muss geschult werden und das muss in der Schule beginnen. Voll. Ja, ich kann das auch aus meiner Sicht nur bestätigen. Ich habe sogar schon diesbezüglich Gespräche mit dem Bildungsministerium mal geführt. Es ist wirklich essentiell wichtig, weil diese Medienkompetenz in Schulen einfach auch jetzt, aber nicht jetzt nur jetzt was Podcasts oder diese Themen betrifft, sondern ganz allgemein von Fake News bis zum Thema Hass im Netz, Mobbing, das ist sehr, sehr weitreichend und fängt natürlich schon in der Schule oder oft früher, wie auch immer, an. Und da muss man natürlich ansetzen, weil gerade das junge Publikum, das sich so massiv natürlich auch im Social-Media-Bereich selbst bewegt, selbst Social-Media konsumiert, selbst aber auch aktiv ist, hat meist natürlich überhaupt keinen Background oder kein Rechtsverständnis jetzt für diese Themen, die hier aber auch, Stichwort Verantwortung, die hier auch ganz, ganz wichtig sind. Ja. Und ich kann es nur unterstreichen, das wäre mir auch ein persönliches Anliegen, jetzt unabhängig von einem beruflichen Wirken, es wäre mir auch ein persönliches Anliegen, hier punkto Medienkompetenz, hier auf jeden Fall bringe ich mich gerne ein, was beitragen zu können in Österreich, um das Ganze zu forcieren. Nur um das nochmal zu skizzieren, weil ich es extrem spannend finde und total interessant. Wir haben einen Medieninhaber bei einem Podcast. Mhm. Es gibt nämlich spezifisch zu Podcasts relativ wenig, was das Recht betrifft. Es gibt von einer deutschen Kanzlei irgendwie was zu Podcast und Recht. Da geht es um Jingles und Bildrechte und solche Dinge, was Cover betrifft. Ansonsten greift einfach das Medienrecht. Also genau, also man muss sich vorstellen, es gibt jetzt kein spezifisches Podcast-Gesetz oder so, ja, es gibt das nicht. Das österreichische Mediengesetz ist da sehr breit und sehr einfach und knüpft an den Begriff des sogenannten Medieninhabers an. Wie schon gesagt, also das umfasst alle verschiedenen medialen Bereiche, vom Rundfunkprogramm über die Tageszeitung bis hin natürlich auch gerade in den Social Media Bereich hinein, den Inhaber eines Social, also öffentlich zugänglichen Social Media Accounts. Es ist wirklich, was das betrifft, quasi universell, ja, und regelt da übergreifend sozusagen diese wichtigsten Verantwortlichkeiten, Pflichten. Ist das ausreichend für Podcasts auch? Naja, was aus meiner Sicht vielleicht noch relevant wäre, ich wirf's nur so in den Raum, in anderen Gesetzen, zum Beispiel ORF-Gesetz, Privatradio-Gesetz, AMD-Gesetz, das ist das Gesetz für audiovisuelle Mediendienste, gibt es schon noch zusätzliche oft Themen, zum Beispiel Schutz von Minderjährigen oder was jetzt Werbung betrifft, also nicht jetzt so allgemeine Werbekennzeichnung, die ist auch im Mediengesetz geregelt, aber zum Beispiel jetzt, was Tabak, Spirituosen, gewisse Dinge betrifft, gibt es natürlich da schon weitreichende Regelungen sonst noch. Ja. Und es wäre sicher interessant, man kann jetzt mit gewissen allgemeinen Regeln auch hier sicher einiges oft umlegen auf den Podcast-Bereich, aber diese Sonderschutzvorschriften, sage ich mal, gibt es jetzt in der Form jetzt nicht direkt aus meiner Sicht jetzt für den Podcast-Bereich. Also es gibt zwar ein Jugendschutzgesetz, das ist Landesmaterie, also zum Beispiel Wiener Jugendschutzgesetz, da kann man auch vielleicht gewisse Werte ableiten, aber natürlich, wie gesagt, es liegt sehr, sehr viel hier in der Verantwortung des einzelnen Medieninhabers, der selbst sozusagen diese Inhalte hier bereitstellt. Lasst uns noch ein bisschen über die Zukunft auch reden und vielleicht auch ein bisschen über die, was mir aufgefallen ist, über die Ausschilderung von Podcasts. Ja. Du findest irgendwo einen Podcast, Inas Podcast findet man unter Bildung, aber auch unter Musik. Lustig. Ja, da ist es relativ einfach. Inwieweit ist die Plattform, ist die Ausschilderung auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich denke mal jetzt immer, um es wirklich sozusagen in die reale Welt zurückzuholen, ich würde halt gern wissen, was das ist, wenn ich es nicht kenne. Ja? Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, ich klicke was an und weiß nicht ganz genau, was jetzt auf mich zukommt. Das ist auf der einen Seite spannend, kann auf der anderen Seite natürlich auch gefährlich sein, Anna.
Ja. Ist auch so eine Frage. Gebe ich dir recht. Ich würde es mir als Konsumentin auch öfter wünschen. Einfach nur, weil ich im Supermarkt ja auch eher nur das kaufe, von dem ich weiß, was drin ist. Aber das ist eine Frage, die man eigentlich an die Plattformen zurückgeben muss oder einen Auftrag, den man an die Plattformen zurückgeben muss. Aber ist es grundsätzlich wünschenswert? Ja klar, schon allein aus der Sicht des Konsumenten wäre es natürlich wünschenswert, wenn es eine genauere Beschreibung gäbe. Aber die Beschreibung kann ja nur vom Beschreibenden, also von dem Hochladenden kommen und demnach kannst du auch alles verkaufen. Zum Thema Zukunft der Podcasts. Ina betreibt das sehr zeitintensiv, sage ich mal. Wird es eine dritte Staffel geben vom Rotweinplausch, ist die große Frage, weil du gehst sehr journalistisch ran, du gehst sehr tiefgründig ran an dieses ganze Thema. Wie machst du weiter? Wie viel Zeit investierst du? Wie viel Zeit hast du noch zu investieren in einem Konzert- und Festival-Sommer jetzt? Ja, also jetzt gerade hat mein Podcast Pause, also der Rotweinplausch pausiert gerade, eben aus genau diesem Grund. Also meine Folgen sind sehr zeitaufwendig. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist ja beantwortet. Naja, oder eben nicht, wenn man sich die Folge restlos angehört hat. Erwischt. Spoiler. Also meine Folgen, eben so wie du sagst, ich recherchiere für eigentlich bekomme ich ja auch von den ZuhörerInnen die Fragen gestellt, also die Frage nach dem Sinn des Lebens hat die Theresa gestellt und dann versuche ich das natürlich aus verschiedenen Richtungen zu beantworten, also im Grunde geht ein Tag für die Recherche drauf, dann für die Aufzeichnung und dann halt nur mal so ein halber Tag schneiden und editieren und mischen und hochladen und was es halt dann alles ist, also ja im Schnitt 2 bis 3 Tage pro Folge und jetzt gerade arbeite ich an meinem Album und an diversen anderen Projekten und Weltfrauentag ist immer wieder, Gott sei Dank. Und insofern ja, ist es eine Frage von, wie lang kann ich mir dieses luxuriöse Hobby leisten? Ich möchte schon, dass es das weiterhin gibt und ich lege irgendwie auch Wert darauf, dass ich das selber in der Hand habe. Also dass es wirklich auch, wenn da mein Name draufsteht, auch mein Content ist. Insofern, ja, schauen wir mal, wie ich das im Herbst, Winter wieder umsetzen kann, wenn das Album dann fertig ist. Also drückt mal die Daumen. Machen wir definitiv. Paulus, von all diesen Dingen, die wir da jetzt auch besprochen haben, was Verantwortung betrifft, was möglicherweise Kennzeichnung betrifft, was war für dich neu? Worüber machst du dir am meisten Gedanken, was die Podcast-Welt betrifft? Ich finde auf jeden Fall, dass mit die Medienkompetenz ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Ich glaube, es ist ganz, die Leute schaffen es nicht mehr. Ja. Ob es jetzt junge Leute sind oder ich glaube vor allem ältere Leute. Also wenn ich in meinem näheren Bekanntenkreis, jetzt gerade wenn man die Corona-Pandemie im Hintergrund hat, mir anschaue, woher Informationen kommen, dann brauche ich die Diskussion gar nicht beginnen, weil ich sage, woher kommt diese Information? Wie kommst du auf das? Ja? Und dann ist es halt irgendeine, ja, weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es ist halt irgendein Telegram-Kanal, wo du sagst, das ist null verifiziert, wo das herkommt. Das kann irgendjemand schreiben. Warum glaubst du das? Und da, finde ich, ist unsere Welt irgendwie in den letzten 2 Jahren schon eindeutig in eine Richtung gemacht. Es gibt kein Graubereich mehr. Es ist alles weiß, es ist alles schwarz. Dazwischen, es gibt kaum noch Debatte. Und ich finde, das ist ganz wichtig zu sagen, das ist Journalismus, das ist Information, das ist wesentlich und das einfach nicht. Das ist vielleicht Meinung. Und es ist ja okay, es kann jeder seine Meinung haben, aber es muss einfach klar differenziert werden, wer das eine macht und wer das andere. Und ich finde im Endeffekt, Podcast ist halt relativ jung, deswegen gibt es da noch wenig Regelungen und deswegen ist das einfach noch nicht wahnsinnig. Aber glaubst du, dass da was kommt? Ja, ich denke schon. Je größer das wird, je mehr Leute das hören. Ich glaube, es ist auch, die junge Leute, glaube ich, hören das sehr intensiv. Ich glaube, es ist noch viel Ausbaufähigkeit auch im Mittelsegment, sage ich mal, von Podcasts. Und sobald das wirklich ein Massenphänomen ist, dann wird es da auch Regelungen, glaube ich, irgendwann mit der Zeit geben oder einfach mehr Awareness und die Leute werden sich mehr Gedanken drüber machen. Und genau für sowas ist ja das Podcast-Festival eine super Sache, einfach, dass man drüber redet, dass man sagt, das gibt's. Es ist erstens eine super Sache, hört es euch an und auch schaut, okay, was sind potenzielle Nachteile, über die man auch für die Zukunft nachdenken sollte. Eva hat einen sehr schönen Satz gesagt, als wir telefoniert haben, nämlich jeder muss sich einfach seiner Verantwortung bewusst sein. Ja, der Meinung bin ich definitiv. Also ich würde sagen, natürlich soll jeder podcasten dürfen grundsätzlich. Das ist ja eben Stichwort Meinungsäußerungsfreiheit essentiell wichtig, dass man hier nicht eingeschränkt ist, dass man, wenn man Lust hat, auch wenig Budget, wie auch immer, dass man da ganz einfach einmal beginnen kann. Aber ja,
wichtig ist aus meiner Sicht, dass sich wirklich jeder seiner Verantwortung bewusst sein muss und sollte. Und das kann ich nur noch mal bestätigen. Wie verschränkt mittlerweile neue Medien und klassische Medien sind, zeigt die Geschichte rund um Toni Kroos, dieses Interview, Champions League-Finale, gibt ein Interview sehr launig, sage ich mal, ja, sehr unterhaltsam für uns Zuschauer. Tage später nimmt er dazu Stellung in einem Podcast mit seinem Bruder gemeinsam und der Podcast wird zitiert in halb Europa. Toni Kroos spricht über dieses ZDF-Interview. Jetzt zitieren klassische Medien aus Twitter die ganze Zeit. Das ist normal geworden in den letzten Jahren. Wird das auch normal werden, dass wir Reaktionen in Podcasts dann hören? Naja, natürlich, klar. Und ist das gut so, dass das so ist? Naja, ich meine, natürlich hätten wir Medien lieber, wenn Toni Kroos sich bei uns äußern würde, als in seinem eigenen Podcast, und wir könnten ihn nur aus seinem Podcast zitieren, das wäre natürlich das Optimum, aber ich glaube, das bekommt man nicht mehr eingefangen. Also das ist einfach, Personalities in diesem Fall bilden ihre eigenen Medien, Parteien bilden ihre eigenen Medien, um ihre Botschaften unter das Volk, sagt man so schön, unter die Leute zu bringen. Das ist eine Entwicklung, die diese Pandoras Box ist offen und die wird man nicht mehr schließen können. Uns bleibt manchmal nichts anderes übrig, als hinterher zu hoppeln. Und das finde ich eigentlich, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken in Wahrheit, dass es früher, und das ist aber einfach schon ein Social Media und nicht Podcast-Only-Phänomen, dass früher wurde das, was in Medien berichtet wurde, auf Social Media rezipiert, und jetzt ist es oft umgekehrt, das, was auf Social Media rezipiert passiert, wird zur Geschichte in Medien. Die Welt ändert sich, es wird komplexer auch für Medien, es wird schwieriger, an Leute ranzukommen, auch an Celebrities in diesem Fall, Fußballspieler, weil die einfach ihre eigenen Plattformen haben, auf denen sie quasi unhinterfragt ihre Meinung äußern nicht können, ihre Sicht fragt, darstellen können. So ist es eben, und wir als Medien lernen damit umzugehen. Vielleicht von jedem von euch noch für angehende Podcasterinnen und Podcaster drei knackige Tipps, Paulus. Gute Mikrofone. Wir haben wirklich katastrophale Mikrofone. Wir haben in der ersten Folge, du hörst, wenn wir, also erstens haben wir beide Kaugummi gekaut in der ersten Folge und es ist uns erst nach 7 Minuten aufgefallen. Dann, wenn wir laut gelacht haben, ist der Ton ausgefallen, man hat nichts gehört. Deswegen, ich verstehe auch, warum die Hälfte der Leute, die erste Folge gehört haben, nicht mehr weitergehört haben. Es wird besser. Also wenn sie die erste Folge hören, dann auch die zweite hören. Wobei, es wird erst später deutlich besser und es ist immer noch wahnsinnig gut. Also die Ausrüstung würde ich von Anfang an möglichst gut gestalten. Ich würde mein Konzept überlegen und ich würde es durchziehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man sagt, man muss einfach machen. Ich glaube, irgendwie ganz viele Podcasts kommen nicht über 2 Folgen hinaus oder so. Man muss es einfach sich überlegen, was könnte man machen, was ist nachhaltig, was funktioniert lang gut, es muss einem Spaß machen und dann sollte man es einfach durchziehen. Lieblingspodcast außer Bollmobil? Außer Bollmobil? Ja. Das ist sehr schwierig. Nein, ich höre am liebsten Lanz und Brecht. Wie sehr viele, ja. Ist super. Ina, Tipps? Die Karin Teigl hat vorher sehr viele tolle Tipps gegeben für PodcasterInnen. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer einfach machen. Authentizität. Ja, genau, alles, was Karin gesagt hat. Lieblingspodcast, Frauenfragen und sonst noch was? Na, danke vielmals. Nana. Also Scholt Wilhelm, der ja unser Head of Audio ist, der würde genau das bestätigen, besorgt euch eine halbwegs gute Ausrüstung. Es wird einfach immer professioneller, wenn ihr bestehen wollt, sollte das Soundqualität und wirklich gut sein. Überlegt euch ein Storytelling, wird auch immer wichtiger, einfach hinsetzen und brabbeln, wie einem Mund gewachsen ist, wird wahrscheinlich nicht mehr so die Reichweite erzielen. Und mein Lieblingspodcast, das sage ich natürlich jetzt irgendwie sehr medienklassisch, ist natürlich Inside Austria, der Podcast, den wir zusammen mit dem Spiegel machen, aber auch, okay, Konkurrenzzeit, Verbrechen. Ich bin ein True Crime Fan. Wer ist noch True Crime Fan? Ja. Eva. Ja, meine drei wichtigsten Tipps: Impressum, Werbekennzeichnung und Beachtung des Urheberrechts und also damit halt schauen, dass man alle notwendigen Nutzungsrechte hat, die man im konkreten Fall braucht. Und darüber hinaus würde ich trotz aller Professionalisierungsentwicklungen immer noch mitgeben, Authentizität,
das Persönliche, glaube ich, macht wirklich den entscheidenden Unterschied. Herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Euch danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein. Jetzt kommt der nochmal angenehmste Teil, ja, also ein bisschen chillen am Donnerstagabend, ist eh schon fast Wochenende. Mein Lieblingspodcast des Tages, und damit beschließen wir für jetzt das Ö3 Podcast Festival 2022, 70 Jahre Thronjubiläum der Queen. Es gibt einen super großartigen Podcast und der heißt Pod Save the Queen. Schön. Guten Abend und danke vielmals.